Ein Umfangswinkel ist ein Winkel, dessen Spitze auf einer Kreislinie liegt und dessen Schenkel diese Kreislinie schneiden. Man sagt, dieser Umfangswinkel Alpha schließt diesen Kreisbogen AB ein. Ein Zentriwinkel, das ist ein Winkel, dessen Spitze das Kreiszentrum ist. Und auch hier sagt man, dieser Zentriwinkel schließt diesen Kreisbogen AB ein. Wenn ein Zentriwinkel denselben Kreisbogen einschließt wie ein Umfangswinkel, dann ist seine Öffnung automatisch doppelt so groß wie die des Umfangswinkels. Ganz egal, wie groß dieser eingeschlossene Kreisbogen ist, wenn Zentriwinkel und Umfangswinkel denselben Kreisbogen einschließen, dann ist der Zentriwinkel automatisch doppelt so groß wie dieser Umfangswinkel. Das bedeutet also auch, dass ein Umfangswinkel halb so groß ist wie der Zentriwinkel, der denselben Kreisbogen einschließt. Aber dieser Winkel hier ist auch ein Umfangswinkel, der diesen Kreisbogen AB einschließt, also muss auch er die Hälfte von diesem Winkel sein. Dieser aber auch, und dieser auch, und dieser auch. Daraus schließen wir, alle Umfangswinkel, die denselben Kreisbogen einschließen, haben automatisch genau dieselbe Öffnung. Der gestreckte Zentriwinkel schließt automatisch einen Halbkreisbogen ein. Jeder Umfangswinkel, der diesen selben Halbkreisbogen einschließt, muss also als Öffnung die Hälfte von 180 Grad haben. Das heißt, solche Umfangswinkel sind alles rechte Winkel. Wir behalten, verbindet man einen beliebigen Kreispunkt mit zwei Endpunkten eines Durchmessers, so erhält man immer einen rechten Winkel. Nur darf dieser Kreispunkt nicht der Punkt A sein, denn so erhalten wir keinen rechten Winkel, und auch nicht der Punkt B sein. Aber ansonsten erhalten wir immer einen rechten Winkel. Falls dieses Video euch gefallen hat, könnt ihr es gerne liken. Und falls ihr Lust auf mehr Mathematik habt, könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal stöbern und ihn vielleicht auch abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like und selbstverständlich über jeden Abonnenten.